Willkommen zur spontansten Videoaufnahme der Welt. Ja, eigentlich hatte ich nicht vor, hier das Aufstellungsvideo für diesen Spieltag zu machen, aus dem Grund, dass ich ursprünglich geplant hatte, die Aufstellung so zu lassen, wie ich sie jetzt am letzten Spieltag hatte, bis mir aufgefallen ist, hier, wenn ihr meine Maus seht, hier unten links, Lewandowski ist ja verletzt. Das heißt, ich muss ihn austauschen. Jetzt hatte ich erst überlegt, tausche ich ihn erstmal durch einen anderen Stürmer aus, weil ich generell den Eindruck habe, dass die Stürmer eigentlich so die meisten Punkte bringen, was die Position eben allgemein angeht. Dann habe ich geschaut, das hier sind die drei besten Stürmer. Und das, was dann auf Platz 4 kommt, ist dann schon wieder so eine Sache, ist qualitativ dasselbe, was ich auch hier im Mittelfeld habe. Das heißt, ich habe mich dann letzten Endes dazu entschieden, einfach auf 4-4-2 umzustellen. Das heißt, ich habe Lewandowski nicht verkauft, sondern habe einfach Werner und Haaland in den Sturm gestellt, Lewandowski auf die Bank gesetzt, dafür Arnold noch mit hinzugenommen, ins Mittelfeld, Abwehr so gelassen, Torhüterposition so gelassen, aber an sich ist die Abwehrposition und die Torhüterposition wieder variabel. Das hängt von den Leistungen ab. Zum Beispiel eben wieder, wenn Gladbach spielt jetzt morgen gegen Augsburg. Union spielt erst, ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine Sonntag gegen, ich glaube Wolfsburg war das. Wenn Sommer jetzt einen schlechten Tag hat, kann ich dann noch Giekiewicz reinpacken. Das heißt, wenn ihr nach dem Analysevideo wieder Giekiewicz sehen solltet, dann wisst ihr, was Sache ist. Dasselbe gilt auch für die Abwehrposition, ob auf einmal Trimmel drin ist und einer dieser vier hier draußen ist. Starspielerposition habe ich mich dann jetzt im Sturm, weil ich ja vorher Lewandowski hatte, dann jetzt für Werner entschieden, weil der jetzt auf lange Sicht gesehen einfach häufiger die bessere Leistung hat im Vergleich zu Haaland und Haaland auch noch relativ jung, was seine Bundesliga-Erfahrung ist, angeht. Nkunku alleine, erstens wegen seiner Leistung vom letzten Spieltag, habe ich mich jetzt erstmal für ihn als Starspieler entschieden. Zum anderen, weil auch generell so in den letzten 5 Spielen, sagen wir so, verglichen zu den anderen dreien hier eine bessere Leistung hingelegt hat. Das heißt, ich vertraue da erstmal auf ihn. Da überlege ich aber auch nochmal, ob ich da irgendwas anpasse. Und Abwehr habe ich auch erstmal auf Lenz, kann aber auch gegebenenfalls noch auf Günther oder falls ich Trimmel noch reinnehme, fallen das, entscheide ich dann spontan. Gut, ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich für die Aufstellung für diesen Spieltag vorgenommen habe. Stimmt, und zur Info, das betrifft mich jetzt nicht, aber falls ihr auch die Fantasy-Bundesliga spielt und das noch nicht mitbekommen habt, das Spiel Frankfurt gegen Bremen wurde ja abgesagt und die Regelung der Fantasy-Bundesliga ist jetzt so, wenn man einen Spieler von Bremen oder Frankfurt im Team hat, wird die Durchschnittspunktzahl eines Spielers auf der Position, eben je nach Position, Sturm, Mittelfeld, Abwehr, Tor, hat die Durchschnittspunktzahl genommen und die Punktzahl bekommt man, das heißt man bekommt nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das heißt, von den Torhütern ist so meistens die Durchschnittspunktzahl, ich meine 6 Punkte. Das heißt, ihr bekommt dann die 6 Punkte einfach. Oder ihr habt eben noch Zeit bis heute Abend 20:30 beim Freitagabendspiel noch eure Frankfurt- bzw. Bremen-Spieler auszutauschen, dafür einen anderen Spieler reinzunehmen. Falls ihr sagt, zum Beispiel auf der Torhüterposition 6 Punkte sind mir zu wenig und ich gehe davon aus, dass ein anderer Spieler in meinem Kader oder meinetwegen auch einen, den ich mir vom Transfermarkt eben noch neu hole, dass dieser mehr als 6 Punkte erreicht und dann sinnvoller wäre auf der Position. Nur für euch zur Info, falls ihr dieses Video hier sehen solltet, noch vor diesem Spieltag eben, also jetzt direkt, wenn ich das Video hochlade, oder und ihr halt davon noch nichts mitbekommen habt. Gut, ansonsten habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, alles gesagt. Dann war es das für dieses Video und wir sehen uns dann beim nächsten Analysevideo. Ich denke, dieses Mal war es eine Ausnahme, dass es gestern kam und wir jetzt zwei Fantasy-Bundesliga-Videos hintereinander haben. Das heißt, das nächste wird wohl wieder am Dienstag folgen, wie gewohnt, wie ihr es kennt.